Hey ihr Lieben, ich möchte euch heute meine September-Favoriten vorstellen. Ich weiß, es ist ja schon ein bisschen länger, Oktober. Ja, und ich drehe es sehr spät, aber ja, jetzt drehe ich es halt, weil ich, ja, ich muss halt noch meine kurzen Favoriten zusammensammeln. Nämlich habe ich euch halt aus den Kategorien Beauty, Fashion und Lifestyle solche Sachen zusammengetragen. Ja, und ich konnte mich irgendwie nicht aufraffen, das alles herzubringen, als ob das so ein großer Aufwand wäre. Naja, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall die Sachen hier und jetzt möchte ich sie euch zeigen. Los geht's mit so Make-up-Beauty-Sachen. Ja, also, erstmal hier mein Gesichtswasser von AUK. Und ja, das AUK Pure Balance porenverfeinerndes Gesichtswasser. Und ich finde, es ist halt, ich finde, es riecht sehr gut. Ich mag den Geruch total. Und es ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es macht die Haut richtig sauber und danach fühlt man sich irgendwie sauber, wenn man das benutzt hat. Sieht man auch schon, ich habe da schon ein bisschen was leer gemacht. Und landet vielleicht auch in meinem nächsten Aufgebraucht-Video. Dann habe ich hier eine süße kleine Schaummaske. Ja. Die ist von Merz Spezial. Ja, und das ist halt eine gegen trockene Haut. Und ich finde die total süß. Erstens riechen diese Schaummasken total niedlich. Und ich finde es total süß, wie man das einfach so rauspumpen kann und dann kommt der Schaum ins Gesicht. Und dann, ja, ist halt eben viel weniger Arbeit, als eben immer diese Packung aufzuschnibbeln und es dann im Gesicht verteilen. Und ich finde das mit diesem Schaumdings echt eine gute Idee und finde ich total süß in diesem Format. Dann haben wir hier eine Mascara von Rebel de Loop oder Rival de Loop. Ja, die Magic Volume Mascara, waterproof. Und ja, die ist nicht schwarz, sondern sie ist blau. Und zwar, ja, es hat einfach eine blaue Mascara. Ich finde es, ja, ich wollte schon immer mal ausprobieren, eine blaue Mascara aufzutragen. Und ich finde es ganz schön, wenn man so die Spitzen von den Wimpern eben in blau macht. Und den, also erstmal mit schwarzer Mascara eben drüber und dann halt, wenn es getrocknet ist, noch ein bisschen blaue Mascara an die Spitzen. Und das ist ganz süß. Wow. Ein kleiner Wow-Effekt an den Wimpern. Und ich finde das eigentlich ganz süß. Dann haben wir hier eine total putzige Handcreme. Von, ja, es gab es so im Internet, habe ich mir das mal bestellt. Ja, das ist, eben diese total süße Pünktchenverpackung. Dann auch noch eine Handcreme in Form eines Cupcakes. Und ich finde das einfach so niedlich. Und ja, ich finde, diese Handcreme riecht auch so gut. Ja, und das ist halt auch die cremigste Handcreme, die ich jemals hatte. Und die ist so weich und danach fühlen sich deine Hände auch so weich an. Und ich finde die so toll. Finde ich total süß, echt. Ja, das war's dann von meinen Beauty-Produkt Favoriten. Ja, und jetzt kommen wir zu Fashion. Als erstes Mal habe ich hier diese Kette. Die, ja, das ist eine Kette mit halt vielen bunten Steinen. Und ich finde die ganz hübsch, wenn man die einfach so zu einem ganz schlichten Outfit trägt und ich finde, dann gibt die so ein, ja, so ein Pep rein und so und dann kann man ein schlichtes Outfit halt, wenn man so eine Kette trägt, ist es halt ganz einfach schon aufgewertet, finde ich, und deswegen finde ich die auch total toll und deshalb ist auch ein Favorit, weil ich finde, man kann es zu total vielen Outfits anziehen. Dann haben wir noch eine Kette. Und zwar diese hier.
Ja, die muss man erst richtig ordnen, bevor man sie anzieht. Also, einen Moment. Ja, so, Kathi. Und ja, die habe ich letztens in der Stadt mitgenommen. Und ich fand die total süß, weil es so aussieht, als wären es Federn, sind aber Steine. Also so, ja, Steinchen. Und ja, ich finde, mit der kann man auch irgendwie so, ja, ich finde die eigentlich ganz, obwohl sie halt so, ich finde die irgendwie natürlich auffällig. Es gibt ja, ich finde die jetzt nicht unbedingt natürlich, weil sie ja so partypeppig ist und so. Aber ja, ich finde, die ist auf eine statementkettige Art natürlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich finde, wenn man sie anhat, das sieht halt einfach irgendwie natürlich aus. Obwohl es halt irgendwie das Outfit ja aufwertet und so. Versteht ihr irgendwie, was ich sagen will? Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar ist es dieser Schal hier. Manche werden sich wahrscheinlich fragen, wieso ist das ein Favorit? Der ist ja so langweilig. Aber ich finde, also ich habe ihn letztens zu einem Outfit getragen und ich finde den total, der ist total warm und weich. Und das ist eigentlich der einzige Winterschal, den ich habe, weil man hat ja irgendwie so ganz dünne Schals und Tücher, die man einfach so zu einem Outfit trägt. Einfach nicht da im Winter schon, wenn es kalt ist, aber halt nicht, damit es so wärmend ist. Zum Beispiel, wenn man Fahrrad fährt, wie ich jeden Tag zur Schule. Ja, und dann hat man halt hier einen Schal, der wärmt und nicht der einfach nur ja, zum restlichen Outfit passt. So, dann stehe ich zurzeit total auf die, ja, auf solche gemusterten Strumpfhosen. Ich habe auch schon ein paar. Also das ist jetzt so eine braune Netzstrumpfhose. Dann habe ich noch eine mit so einem Muster. Eine gestreifte. Ja, eine mit so einem Muster. Und natürlich meine rote aus diesem Video, die auch so ein bisschen durchsichtig ist. Ja, und ich finde, Musterstrumpfhosen passen eben zu dieser Jahreszeit total gut, weil ja eben zu welcher Jahreszeit soll man es sonst anziehen? Im Winter finde ich Strumpfhosen zu kalt und ich finde, im Frühling wird es dann zu heiß in den Schuhen. Versteht ihr? Naja, kommen wir zum nächsten. Und zwar diesem wunderschönen Oberteil. In Mintgrün. Ich liebe Mintgrün ja sowieso, also das ist meine Lieblingsfarbe. Ja, und jetzt habe ich so einen Pulli letztens gefunden. Ja, mit so langen Ärmeln, sieht man ja. Ja, und ich finde es so schön. Es ist halt so ein, ja, Pulli. Und es sind halt, ja, überall diese Ausstanzungen drin. Und ich finde die so schön, weil, ich weiß nicht, die Farbe allein gefällt mir total. Und davon ein Pulli finde ich auch super toll. Und dann auch noch mit diesen wunderschönen Ausstanzungen. Das Muster gefällt mir auch total. Ja, und ich, genau, das ist gerade mein absolutes Lieblingsteil, was ich im Schrank habe. So, das war's dann mit Fashion. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Lifestyle. Ja, ich habe letztens bei Rossmann Räucherstäbchen entdeckt und habe gleich zweimal mitgenommen. Und zwar einmal die Duftrichtung Jasmin Tea und einmal Vanille. Ich habe die auch schon angezündet und ich muss sagen, ich finde, die riechen total gut. Und ich finde irgendwie, der Geruch entspannt auch total. Also ich finde, man ist dann so ruhig und ausgeglichen einfach. Ja, und ich finde die echt total toll. Und ja, ich mache mir jetzt auch mal im Herbst, passt natürlich auch super dazu. Und werde ich mir mal alle paar Tage ein Räucherstäbchen anmachen. Also im September habe ich
mehrere Do-it-yourself-Sachen ausprobiert. Manche sind was geworden, manche nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist einfach so ein allgemeiner Favorit, Do-it-yourself und so selber machen. Zum Beispiel ist diese Federkette hier rausgekommen und ich finde die eigentlich ganz süß und ich werde euch dazu wahrscheinlich dann auch noch ein Video drehen. Freu, freu. Und ich habe in einer Zeitschrift letztens eine so schöne Kette gesehen und die wollte ich mir selber machen. Hab auch schon angefangen, ist halt so eine Perlenkette. Es bleibt natürlich nicht so, ist auch die verkehrte Reihenfolge und so. Ja, aber ich werde eben es versuchen selber zu machen, anstatt es zu kaufen. Und falls es was geworden ist, kann ich euch ja auch mal erzählen, was ich da so gemacht habe. Ja, dann kommen wir noch zu einem süßen Büchlein. Hier mit einem Cupcake vorne drauf. Was natürlich super zu dieser Handcreme hier. Weil ist ja auch ein Cupcake. Ich finde Cupcakes sowieso total süß. Ja, und jetzt habe ich ein Cupcake-Büchlein. Weil ich da drin jetzt meine YouTube-Ideen aufschreibe. Ich habe es, also die bisherigen Ideen habe ich in ja, so einem linierten Block halt. Und ich finde, es ist einfach viel süßer, wenn man da so ein kleines Büchlein hat, in dem man die Ideen schreibt. Ich habe da auch ja erst so wenige Dinge hingeschrieben. Aber ich werde die aus meinem Blog dann natürlich auch noch da rein übertragen. Und ja, das wird jetzt mein zukünftiges Ideenbuch für Videos. Ja, und das war es auch schon von mir. Ich hatte diesen Monat sehr viele Favoriten, die aus verschiedenen Bereichen stammen. Ja, und die wollte ich euch nur kurz zeigen, weil sie ja mir echt weitergeholfen haben und ja, den Monat schön gemacht haben. Und ja, erzählt mir doch auch, was eure Favoriten sind. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten wieder. Tschüss! I've been trying to do it right.